Previously at Dead Rising 3. Nee, nicht wegschmeißen. Ich will Gas geben. Ich will. Okay, den Zünder habe ich gefunden von dem Teil. Gut. Hat funktioniert. Super. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie man das Ding steuert. Einmal diesjenige da haben. Wollen wir doch mal Lauren ansprechen. Ich suche nach jemandem namens Annie. Ist sie da? Woher kennst du Annie? Ich könnte dich reinlassen. Das weckt Erinnerungen. Schlechte. Erbärmlich. Und was genau wäre das? Wir mussten unsere anderen Verstecke schnellstens verlassen. Ich musste wichtige Dinge dort lassen. Meine Tätowierausrüstung ist in der Schule und mein Ehe. In dem halbfertigen Haus. Wir wurden verfolgt. Er ist in einer Schacht. Okay, ich hole dein Zeug, aber dann lässt du mich zu ihr. Genau. Die Tätowierausrüstung aus der Schule, die Ringschachtel aus dem Haus. Achte auf das neue Stiefel gefunden. Okay, Lady. Abgemacht. Stiefel will ich auch gleich haben. Feuerwerkstiefel. Feuerwerkstiefel. In einem Boxershorts. Wo? Aduna Boxershorts. Ein Feuerwehrstiefel. Guck, mein Outfit ist doch jetzt genial. Feuerwehrstiefel. Oh Gott! Das geht! Ja, das geht! Das ist cool! Wo diese Boxer schon? Die sind da auch. Ach, die sind hier? Ja. Geh mal kurz bitten. Ja. Nein! Doch, doch, doch! Bin gerade am Grübeln, was ich jetzt... Ich habe 8 Attributspunkte frei. Ja, ich glaube, ich habe meine letzten jetzt gerade verteilt. Dürfte ich gerade keine mehr. Nee, ich jetzt gerade nicht. Bin auf Fernwaffen wieder weitergegangen. Also ich habe den nächsten Punkt bei Fernwaffen voll. Den dritten Punkt quasi. Mhm. Lauf länger und öfter und erhöhte Sprintdauer. Aber ich weiß immer noch nicht, wie man sprinten kann. Mit L1. Allerdings nicht, wenn du irgendwie Acetylenfässer durch die Gegend trägst. Ah, okay. Das funktioniert dann halt nicht. Inventar, Überleben, Lebenswürfel. Nee, Inventarplatz kriegt man hier noch einen dazu. Neue Special Move verfügbar und Nahkampfrüstung. Mehr Moves und mehr Rüstung und du verteilst tödliche Kopfnüsse. Wie geil ist. Oh, Moment! Ja! Was ist das? Und wer ist Dick? Warum bist du tot? Such Essen, um deinen Partner wiederzubeleben. Na super! Und ich hab nichts zu essen hier! Wieso bin ich tot? Weil da ein Zombie war! Moment, such Essen. Essen. Wiederbelebt. Mit einer Tüte Snacks. Ja, super, ich brauche da mehr davon. Okay, also haben wir das auch schon rausgefunden, wie das geht. Ja, gut. Oh, das Gute ist, hier vorne liegt noch was rum. Wo? Da, am Pappkarton. Ja. Nicht den Pappkarton, essen den Snack. Ja, au. Moment, wir könnten jetzt theoretisch mal hier den Pappkarton nehmen. Da ist ja auch was drin. Ja. Tatsache, da ist wirklich was drin. Wieso bin ich denn gestorben, so eine Scheiße? Ja, weil da ein Zombie war. Ja, aber wieso war da ein Zombie? Weiß ich nicht. War voll nicht da. So, der ist irgendwie reingekommen, der hat sich reingeschlichen. Waffe, dieses. Wir müssten einmal entweder da unten hin, um das Tattoo-Kit zu kriegen und dann einmal da oben hin, so gesehen für das Ringkästchen. Ja. Ich würde sagen, wir versuchen es erstmal mit hier unten. Ja, so ungefähr. Ja. Und wir könnten jetzt theoretisch gesehen geradeaus gehen, weil da ist nämlich ein Autohaus. Es ist Nacht. Ja, und es ist immer noch 8. Nacht. Oh, und noch ein Snack. Essen. Ein Hotdog. Den nehme ich mir mal. Dann haben wir hier eine Zementsäge und einen Vorschlaghammer. Wir gehen die Plätze aus.
Waffenbaupläne? Nee, Tutorial, Spieler. Spieler, da. Ich brauche ein Inventarplatz. Inventar. Mechanik, Schnelligkeit beim Fertigen von Kombis. Ja gut, komm, nehmen wir das auch nochmal mit. So, dann kann ich nämlich jetzt hier die Vorschlagsäge abgefahren. Fuck! Yeah! Ups, da flog er von mir durch den Bildschirm. Ah, hier, diesesjenige welche. Vom wegen, Hör dich selbst! Genau. So, was brauchen wir denn Schönes? Was mit? Ah! Erstmal mit ein bisschen was weg. Das geht nur. Aua! Entschuldigung! Ja, ich kümmere mich um das, was hier rundherum rumläuft. Ja, bau du mal ein bisschen was. Ein Partyklatscher? Ein Schrottlaster. Was ist denn mit unserem MG-Auto da? Meinst du das? Ja! Na dann rein und los! Wir müssen eigentlich nur die Straße runter. Ich bin mit! Ja, ich wollte gleich aussteigen. Ich wollte nur mal gucken. Ich hab das Geschütz. Fahr los! Nein, nicht aussteigen! Nicht aussteigen! Verdammt nochmal! Nein, 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 nein! Ja, los jetzt! Ist so lange nicht mehr gefahren hier! Jo, wir haben Zombie mitgenommen! Wo ist denn hin? Einfach geradeaus! Da ist ein Bus! Egal! Am Bus vorbei! Immer weiter geradeaus! Sieht gut aus! Irgendwo! Stopp! Da oben müssen wir rein. Da kommen wir noch nicht hin, da sollten wir noch. Ne, da müssen wir zu Fuß weiter. Na, schöne Scheiße. Oh boy. Also nicht irgendwo, wo waren jetzt hier die. Ah, da ist er. Nein, die unser Auto kaputt machen! Welches Auto? Unsers! Ist das kaputt? Ja, hättest du was kaputt gemacht. Entschuldigung! Oh, hier ist es ja schon. Leer. Okay. Ja, ich muss dir ein bisschen Platz machen. Ja, wirklich, ja. Ja, auch hier Viecher! Über den Bus, über die Terrasse. Jawoll, hier ist ja richtig was los! Und eins! Jetzt gibt's auf die Fresse! Kommt her! Okay, ich habe jetzt mal so ein bisschen Terror zu machen! Was hat ihr denn für welche? Also die sind mir neu. Da bist du schneller als die Rugby-Spieler, okay. Ja, da kommt wieder einer hoch. Das ist auch ziemlich... ja. So. Achso. Die haben Keks gefunden. Die Servo-Bot-Helme, den haben wir schon gehabt. Moment. Das ist ein Wörterbuch. Wo ist das Scheißzeug? Das muss hier irgendwo... Was suchen wir denn ja überhaupt? Weiß nicht, hier müsste das irgendwo... Tattoo-Cat. In der Schule? Ja, schon!
Irgendwo hier müsste das bestimmt sein. Frage ist halt nur, Moment, Bauplan. Was haben wir da? Ein Flammenschwert. Oh! Oh! Aus einem Breitschwert und... Und? 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 Und wahrscheinlich etwas, was ich gerade eben aus dem Sinn hochgejagt habe. Nein! Doch! Warum? So ungefähr. Aber hier haben wir... Gogo-Stiefel! Nicht jetzt! Doch! Ja geil, Omar! Ich will das auch! Oh. Das sieht stylisch aus! Ja, das ist sehr stylisch. Auf jeden Fall! Richtig gut! Ich bin nur gerade... Moment. Was ist da am... Da ist gerade eben irgendwas hochgegangen. Aber ich weiß nicht was. Das ist auf jeden Fall hier irgendwo. Vielleicht unten im Keller. Ja, schauen wir mal. Ich hätte ja gerne ein Flammenschwert gebaut, aber ich habe nur noch den... Oh, 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 verdammt! Mach sie jetzt alle! Ja, tut mir leid! Sorry! Aber hier ein Eimer. Toll. Ein Besen. Säubere die sichere Zone. Na super. Und jetzt habe ich den Rackwerfer. Oh nein. Hä? Warte, da sind zwei Hoshis. Ja. Kreischung. Geh kaputt. Ich dachte, kaputt gehen sollst du. Oh. Hoppala. Ja, ich kann pass auf, mit dem komischen Stein. Nee. Hey, pass auf! Alles gut! Ich Problem, da ist noch einer! Ja? Was ist denn so? Ist der da! Den Quiz! Den hier! Ja! Geht doch! Ich glaube, an diesem Ort sind jetzt Schließfässer erhältlich. Wunderbar. Schließfässer. Schließfässer, jetzt das Tattoo-Kit. Ja. Sehr schön. So, jetzt will ich aber gerade kurz was gucken. Ich habe doch vorhin einen Bauplan gekriegt für dieses komische brennende Schwert. Flammenschwert. Genau. Breitschwert und Motoröl. Okay, Motoröl. Motoröl, das kriegen wir doch hier bestimmt auch irgendwo. Moment, ich muss mich erstmal. Pyjama, Pizza, den haben wir schon voll. Feuerwehruniform fehlt noch einiges. Was ist das hier? College Ensemble. Oh, da fehlt noch. Oh, wie viel Zeug gibt's hier denn noch an Outfits? Wir haben noch etwas. So! Nimm das mal auf. Oh. Möchte ich gleich wieder haben. Bitteschön. Muss ich mir das Ding nämlich auch nicht aufbauen. Was zum Ficken Gemälde. Ey! Kannst du mal bitte das Schwert zwischen meinen Beinen rausnehmen? Ups, Entschuldigung. Mir brennen die Eier. Ups, es tut mir leid. So. Ich brauche, was wollte ich denn? Ich wollte einmal den Robobär. Dazu brauche ich dann als Schusswaffe einmal das LMG. So. Weil damit kann ich ja einmal so ein Freiheitsbärchen bauen, tun. So. Schritt 1. Baue einen Freiheitsbär. Ja. Und dann braucht man, was brauchte man noch? Ich will nämlich mal Explosivbär will ich mal testen. Jetzt brauchen wir einen aufdringlichen Bär und... Moment, aufdringlichen Bär und Dynamit. Und dann braucht man einen Rollstuhl und einen Bumbär. Ne? Ach so, eins von den beiden. Aufdringlicher Bär und Dynamit. Ein aufdringlicher Bär. Aufdringlicher Bär braucht einen Rollstuhl und einen Freiheitsbär. Gut, den Freiheitsbär haben wir schon mal. Jetzt brauchen wir nur noch einen Rollstuhl. Nein, ich will nicht das Dynamit nehmen. Nein, ich will auch nicht... Ah! Mann! Upsi, ich hab da ein bisschen was hingelegt. Ja. Ich hab mir ein bisschen zu viel geholt. Ich brauche einen Rollstuhl. Rollstuhl. Wo findet man hier wohl Rollstühle?
Rollstühle, ein Eiern, auch nicht. Hier sind die normalen Kombisachen, Wurfwaffen, Moment, eine Sackkarre, Rasenmäher, Einkaufswagen, Rollstuhl! Fuck yeah! Ich hab einen Rollstuhl! Nein, ich hatte einen Rollstuhl, scheiße! Falsche Taste. Rollstuhl, Rollstuhl und so, jetzt haben wir ein aufdringliches Bärchen. Jetzt brauche ich noch Dynamit. Habe ich noch. Ha, perfekt! Jetzt haben wir einen Explosivbär! Das ist doch klasse! Oder nicht? Bitteschön! Oh! Oh. Sehr cool. Gut! Okay, wenn du gerade dabei bist, dann kann ich jetzt auch noch. Ich mach gerade, ich hole gerade ein neues Outfit. Also. Ich würfel mir auch was Neues zusammen. Ich kaufe erstmal eine Roll-Biker-Weste. Dann brauche ich dann hier unten so Shorts und dann die. So! Sehr gut. Ja, genau, finde ich auch. Und dann brauche ich natürlich noch eine passende Brille dazu. Das ist nicht gut. Das ist enttäuschend. Das ist nicht enttäuschend, das muss so. Also gar keine Ahnung. Wo ist denn meine Feuerwehruniform? Ich habe doch schon Feuerwehrklamotten. Irgendwie sind die verschütt. Willst du den auch mal kurz annehmen? So ja, ich nehme sofort. Also, kleinen Moment. Ich bin sofort fertig mit meiner, mit meinem Outfit quasi. Kein Platz mehr für was anderes. So, perfekt. Hier aus. Ja, Teddy. Bitte schön. Na, okay. Nein! Ja. Nein, ich will, also kannst du schieben jetzt, oder was? Ich will den aber nicht schieben, ich will den mitnehmen. Okay. Schönes Ding. Aber ist nicht einfach, den zu schieben. Ja, genau. So. Jetzt aber ich... Du hast den Bärchen einfach mal angeschoben, so gesehen. Wie soll ich den jetzt wieder mitnehmen? Ich kann ihn nicht... Ich will ihn wieder einpacken. Ich kann ihn nicht einpacken! Mann! Du musst dir einen neuen holen, der ist kaputt. Dieser Bär ist im Arsch. Entspannen Sie sich mal. Die Störung tut mir leid. Och, Mann. Warum sind denn jetzt so viele Rackwerfer? Ich hab den Bär kaputt gemacht. Na toll. Entschuldigung. Bestimmt so eine scheiß Superkombi-Teil. Superkombi, genau. Aufdringlicher Bär, explosiver Bär. Einmal das. Und dann... oh ne, der legt ihn ab. Na toll. nehme ich dann... Warum liegen hier so viele Rackwerfer rum? Mann! Weil wegen ISO, oder was? Das... Ja. Dann sind einfach ein paar Radwerfer zu viel. Was brauche ich denn sonst noch? Ich wollte noch den Drachenschlag. Dann ein Elektro-Crusher, Stachaffbombe. Nee, ich wollte eben. Ach komm, nimm mal eine eiserne Klinge mit. Warum hast du jetzt das Ding? Aha. So. Radwerfer raus. Explosivbärchen. So, jetzt können wir los. Okay. Wir müssen, haben wir jetzt hier vorne noch irgendwas? Wir könnten theoretisch gesehen jetzt hier noch den Bauplan mitnehmen. Ja. Insofern wir da hinkommen. Oder aber, ne, hinterm Haus kommen wir da, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob wir hier hinters Haus kommen, weil da ist nämlich auch noch einer. Oder vielleicht auch aufs Haus. Hier kommen wir schon mal raus. Das ist schon mal gut. Das ist aber vor dem Haus, ne? Toll! Wie soll ich das Bärchen bitte schön darüber schmeißen? Geht nicht! Kannst du nicht drüber schmeißen? Moment. Bleib mal hier. Nein, du sollst ihn nicht...
Ich werd bekloppt. Du hast ihn scharf gemacht. Ich hab's dir noch nicht gemacht. Nee, ich hab die falsche Taste zum Werfen gedrückt. Oh nö! Ey, es ist doch echt so ein. Ja! Scheiß Bär! Du wolltest ihn eigentlich getestet haben. Ah ja gut, dann halt ich das. Next time at Dead Rising 3. Funden. Besser als gar nichts. Was? Ja. Wo? Sieht doch sehr sexy aus, findest du nicht? Meine Damen-Yoga-Hose. Die sitzt hier ziemlich eng im Schritt. Ja, das muss so. Das trägt man heute so. Okay. Moment. Das ist, ja. Modisch modern. Schick. Was für ein Stück Dreck. Ja, genau. Was für ein schönes, sexy Stück Dreck.